Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Deutschen Klimakonsortiums. Gelingt in Paris der Einstieg in die Karbonisierung? Mein Name ist Marie-Louise Beck. Ich darf heute die Pressekonferenz moderieren. Ansonsten bin ich die Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums, des DKK. Das ist ein Wissenschaftsverband, in dem führende Institutionen der Klimaforschung und der Klimafolgenforschung organisiert sind. Das sind Großforschungsinstitute der Max-Planck-Gesellschaft, der Leibniz- und der Helmholtz-Gemeinschaft, das sind Universitäten und das sind obere Bundesbehörden. Es gibt viele Gründe, warum sich 23 Institutionen zusammenfinden und zusammenschließen. Ein wesentlicher ist unser Anliegen einer wissenschaftsbasierten Kommunikation zum Klimawandel. Die heutige Pressekonferenz ist ein solcher Anlass. Und ich freue mich, dass vier namhafte Klimaforscher heute hier sind, um die gemeinsame Erklärung des DKK hier in Auszügen zu präsentieren und auf die wesentlichen Herausforderungen für die COP21 in Paris hinzuweisen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich ganz herzlich der Humboldt-Universität zu Berlin danken, dass sie uns diesen wunderbaren und historisch auch bedeutsamen Raum zur Verfügung gestellt hat. Zwar ist die Humboldt-Universität kein Mitglied, noch nicht, hoffentlich kein Mitglied von uns, aber es gibt bereits einige Verbindungen. Einmal zur Exzellenzinitiative Thesis, das ist eine integrierte Nachhaltigkeitsforschungsinitiative und Sie finden in Ihren Unterlagen auch einen Flyer dazu, was in Thesis gemacht wird. Und zum Zweiten Bologna Lab, das ist eine Initiative der Humboldt-Universität, da geht es um neue Lern- und Lehrformen. Und dieses Bologna Lab hat sich mit dem DKK zusammengetan und unseren Online-Klimakurs in eine Lehrpräsenzveranstaltung eingebunden, was uns sehr freut. Und das gibt mir die Gelegenheit, ganz kurz auf unseren Online-Kurs Klimawandel und seine Folgen hinzuweisen. Der läuft seit dem 9. November. Es ist ein konzentrierter Kurs auf der Internetplattform Iversity. Grundwissen zum Klimawandel, man könnte vielleicht auch sagen Kompaktwissen zum IPCC, erklärt von 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des DKK. Es ist ein schwieriges Thema, es ist viel Physik und trotzdem haben wir 5.500 Anmeldungen, da sind wir sehr stolz drauf und die allermeisten bleiben bis jetzt bei der Stange, auch darauf sind wir sehr stolz. Weil wir so stolz sind, haben wir Ihnen einen Flyer auch in Ihre Unterlagen gelegt, gerne so zum selber mitmachen und auch mindestens genauso gerne zum darüber berichten. Die Wissenschaftler hier auf dem Podium sind alle persönlich in dem MOOC zu sehen oder engagiert, beziehungsweise ihre Institution, also Mitarbeiter ihrer Institutionen. Und das gibt mir jetzt die Überleitung, hier meine vier Experten vorzustellen, auch wenn sie vermutlich in diesem Kreis gar nicht unbedingt vorgestellt werden müssen, weil sie schon bekannt genug sind, aber die Grundsätze der Höflichkeit möchte ich hier nicht verlassen. Und beginne mit rechts neben mir, von Ihnen aus gesehen, mit Professor Dr. Mojib Latif. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und außerdem aus der ganz langen Liste seiner vielen Stationen, auch der letzte Punkt, jüngst gekürter Träger des Deutschen Umweltpreises. Herzlich willkommen, Herr Latif. Rechts von ihm Professor Dr. Jochen Marotzke, Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Aus seiner ebenfalls beeindruckenden Liste nur ein Punkt, Coordinating Leading Author für das Kapitel über die Klimamodellierung im letzten Weltklimabericht IPCC. Wem das nicht so viel sagt, Coordinating Leading Author ist so im Prinzip mittleres Management dieser internationalen IPCC-Struktur und bedeutet jede Menge Arbeit. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Links neben mir Professor Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam. Auch aus seiner beeindruckenden Liste nur ein Punkt, Co-Vorsitzender und langjähriger Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, WBGU. Und ich glaube, man kann sagen, mitgeprägt diesen Beirat. Ganz links von Ihnen aus gesehen Professor Dr. Gernot Klepper, Leiter des Forschungsbereichs Umwelt und natürliche Ressourcen am Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel. Und auch hier ein Punkt, er ist unter vielen anderen Aufgaben, ist er Leiter des Forums Dialog der Klimaökonomie
einer Initiative des Bundesforschungsministeriums. Herr Latif ist unser Vorstandsvorsitzender des DKK und deshalb macht er dankenswerterweise den Anfang. Dann gehen wir in dieser Reihenfolge von Experte zu Experte und hernach sind Sie an der Reihe. Bitte schön, Herr Latif. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Der Stand der Wissenschaft ist eindeutig. Wir Menschen haben den größten Teil der beobachteten globalen Erwärmung verursacht. Und der damit angestoßene Klimawandel birgt große, schwer abschätzbare Risiken. Seit Beginn der Industrialisierung ist die globale Mitteltemperatur um etwa 1 Grad Celsius angestiegen. Der Hauptgrund liegt im Ausstoß von Treibhausgasen, allen voran CO2, das in erster Linie durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht. Für Deutschland liegt der Temperaturanstieg für den Zeitraum 1881 bis 2014 bei etwa 1,3 Grad. 12 der 13 global wärmsten Jahre seit Beginn der flächendeckenden instrumentellen Messung liegen in diesem Jahrhundert. 2014 war das bislang wärmste Jahr. 2015 könnte noch wärmer werden mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 90%. Soweit ein Auszug aus unserer gemeinsamen Presseerklärung. Und gestatten Sie mir, dass ich noch ein paar erklärende Bilder zeigen, um das nochmal zu untermauern, was ich gerade gesagt habe. Zunächst einmal, der Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre ist ungebrochen. Beispielhaft sehen wir es hier an dem Kohlendioxid. Wir sehen, dass der Anstieg des Kohlendioxids ungebremst ist. Links sehen Sie den Gehalt von Kohlendioxid. Der hat inzwischen die magische Grenze von 400 Einheiten überschritten. Der vorindustrielle Wert, da lag bei 280 Einheiten. Auf dem rechten Bild sehen Sie die sogenannte Wachstumsrate. Das heißt also die Stärke des Anstiegs. Und Sie sehen, dass die Wachstumsrate relativ flach ist. Das heißt also, dass es hier keine Abbremsung des Anstiegs gibt, sondern dass Jahr für Jahr tatsächlich der Gehalt von Kohlendioxid in der Luft immer weiter ansteigt. Nun, das hat Folgen. Wir können eine Erderwärmung messen. Wie gesagt, seit Beginn der instrumentellen Messung vor gut 100 Jahren sind es inzwischen ungefähr 1 Grad Celsius. Sie können sehen, 2014 war das bisher wärmste Jahr. 2015 wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch wärmer werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Moment auch ein El Niño-Jahr haben. Das heißt also, das ist eine natürliche Schwankung, die eben kurzfristig den langfristigen Erwärmungstrend verstärken kann. Aber trotzdem, trotz dieser natürlichen Einflüsse sehen wir eben ganz deutlich, dass die Erdtemperatur kontinuierlich ansteigt. Das betrifft auch den Meeresspiegel. Auch der ist angestiegen. Seit 1900 beträgt der Anstieg in etwa 20 cm. Ungefähr die Hälfte geht auf die sogenannte thermische Expansion zurück. Das heißt, dadurch, dass die Meere Wärme aufgenommen haben und sich deswegen ausdehnen, wie sich jeder Körper ausdehnt, der sich erwärmt. Die andere Hälfte geht auf die Eisschmelze zurück. Insbesondere müssen wir jetzt schon feststellen, dass die großen Eispanzer Grönlands und der Antarktis auch beginnen zu schmelzen. Und in den letzten Jahren war schon so, dass tatsächlich die Eisschmelze mehr zum globalen Meeresspiegelanstieg beigetragen hat als die thermische Expansion, als die Wärmeausdehnung. Nun, ein anderes Problem, das bisher noch nicht so bekannt ist, ist die sogenannte Meeresversauerung oder die Ozeanversauerung. Wenn wir CO2 ausstoßen, dann ist es im Moment so, dass etwa ein Viertel des CO2s in den Weltmeeren verschwinden und dadurch kommt es eben zu dem Phänomen der Ozeanversauerung und das ist eine große Gefahr für die marinen Ökosysteme, denn insbesondere die sogenannten Kalzifizierer, das heißt Organismen, die Kalkstrukturen, die Kalkschalen aufbauen,
bauen müssen, können es natürlich immer weniger, wenn es zu einer fortschreitenden Ozeanversauerung kommt. Und Berechnungen zeigen hier, durchgeführt oder präsentiert vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung der Bundesregierung, das könnte zu pH-Werten, das heißt zu Säuregraden im Meer führen, gegen Ende des Jahrhunderts bei weiter steigenden Treibhausgasemissionen, bei weiter steigenden Kohlendioxidemissionen, die einmalig wären für viele, viele Millionen Jahre, und das hätte möglicherweise unabsehbare Folgen für die marinen Ökosysteme. Nun, auf den Verhandlungen, wir blicken ja alle nach Paris jetzt, gibt es verschiedene Standpunkte, und erlauben Sie mir, dass ich einfach mal ein paar Fragen hier aufwerfe, die unterschiedlich betrachtet werden. Zum Beispiel kann man sich die Pro-Kopf-Emissionen angucken, und dann sehen wir, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel die USA, die einen sehr hohen Pro-Kopf-Ausstoß haben. Wir sehen, dass es Länder gibt, die einen relativ niedrigen Pro-Kopf-Ausstoß haben, wie Indien im Moment noch. Wir sehen aber auch, dass so ein Land wie China inzwischen einen Pro-Kopf-Ausstoß hat, der durchaus dem des europäischen Durchschnitts entspricht. Und da gibt es natürlich verschiedene Standpunkte, wie man das bewertet. Und hier kommt dann immer die Frage der Gerechtigkeit zum Tragen, und letzten Endes muss man sich fragen, was ist eigentlich gerecht? Ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang sind die verbrauchsbedingten CO2-Emissionen. Wissen Sie, wenn man sich so ein Land wie China beispielsweise ansieht, die sind ja mit großem Abstand inzwischen der größte Verursacher von Kohlendioxid, aber sie produzieren natürlich auch für andere Länder. Und wenn man sich die verbrauchsbedingten CO2-Emissionen ansieht, dann kann man eben erkennen, dass dann China einen einen deutlich geringeren Ausstoß hätte und die Europäer beispielsweise einen deutlich höheren Ausstoß hätten, denn sie lassen ja produzieren, und dadurch haben sie eben einen Teil ihrer CO2-Emissionen sozusagen verlagert in andere Länder. Und das muss man natürlich bei den internationalen Konferenzen auch betrachten. Ein dritter Punkt in diesem Zusammenhang sind die historischen Emissionen. Warum ist das wichtig? Weil so ein Gas wie Kohlendioxid eine extrem lange Lebensdauer in der Atmosphäre hat. Das CO2, das in der Luft bleibt, das nicht sofort von den Weltmeeren oder von der Vegetation aufgenommen wird, das hat eine typische Verweildauer in der Luft von etwa 100 Jahren. Das heißt also, wenn wir fragen, wer hat das CO2 in die Luft eingebracht, das wir heute dort messen, dann müssen wir uns die kumulierten CO2-Emissionen angucken. Das heißt, über die Jahrzehnte aufsummierten CO2-Emissionen. Und dann ergibt sich eben so ein Maß für die historische Verantwortung. Und wenn man sich das ansieht, dann sieht man eben, dass gerade die alten Industrienationen den Großteil des CO2s in die Luft eingebracht haben, das wir heute dort messen. Und wenn man dann beispielsweise den Anteil Chinas betrachtet, dann liegt er bei etwas über 10%. Und auch das ist natürlich Gegenstand bei den internationalen Verhandlungen. Wie sind die historischen Emissionen hier zu bewerten? Nun, der wesentliche Punkt, glaube ich, der uns letzten Endes hier auch allen gemein ist, ist, dass wir es noch in der Hand hätten, den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Gefährlicher Klimawandel ist ja etwas, was in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde, zu vermeiden. Das heißt, das ist Völkerrecht, und jetzt geht es darum, tatsächlich das auch umzusetzen auf den Konferenzen. Paris, hoffen wir, ist der Einstieg in diese Richtung, und wie gesagt, noch haben wir es in der Hand, das ist ganz wichtig, aber das Zeitfenster wird natürlich immer kleiner. Je länger wir warten, umso drastischer müssen dann die Einsparungen sein bei den Treibhausgasemissionen, umso drastischer sind dann natürlich auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Gestatten Sie mir zum Schluss noch ein Zitat aus unserer gemeinsamen Presseerklärung. Noch haben wir es in der Hand, die Erderwärmung auf unterhalb von 2 Grad zu begrenzen. Dazu ist allerdings couragiertes und schnelles Handeln auf der weltpolitischen Ebene erforderlich. Wir verleihen unserer Hoffnung Ausdruck, dass die 21. Vertragsstaatenkonferenz
zur Klimarahmenkonvention in Paris die Zeichen der Zeit erkennt und entsprechend mutige Schritte zum Klimaschutz beschließt. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Latif. Wir gehen jetzt gleich weiter neben diesen bunten Strauß, den Sie hier sehen, und Herr Marotzke wird den Blick in die Zukunft wagen und diesen Strauß etwas erklären, auseinanderdeklinieren, so könnte ich es vielleicht sagen. Ja, Moment, mein technisch. Jetzt, ja, voilà. Ja, guten Morgen, schauen wir in die Zukunft und insbesondere schauen wir uns an, was wir aus der Perspektive der Physik des Klimasystems über die Zukunft sagen können und was wir vielleicht auch nicht sagen können. Wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir uns auf Klimamodelle verlassen, denn das Klimasystem ist komplex und um es darzustellen, brauchen wir diese Klimamodelle, die die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean, auf der Landoberfläche, im Eis darstellen. Und was Sie hier sehen, ist die vermutlich zentrale Kenngröße des Klimawandels, nämlich was sagen uns die Modelle darüber, welche global gemittelte Erwärmung wir im 21. Jahrhundert zu erwarten haben. Was wir hier sehen, ist in Schwarz die Simulation der Vergangenheit und dann rechts in Rot und Blau verschiedene Berechnungen für die Zukunft. Was wir dort sehen, ist zunächst einmal eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Erwärmungsergebnissen. Werde ich sofort darauf eingehen. Wichtig ist noch auch für die politische Diskussion, dargestellt ist hier die Veränderung gegenüber dem zeitlichen Mittel von 1986 bis 2005. Was uns politisch interessiert in der politischen Diskussion, Stichwort 2-Grad-Grenze oder 2-Grad-Ziel, ist allerdings die Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zustand. Den kennen wir nicht so super genau. Aber die Abschätzungen sind so, dass der Zeitraum von 86 bis 2005 ungefähr 0,6 Grad wärmer war als vorindustriell. Will sagen, wenn wir jetzt weiter gegenüber diesem Zeitraum 86 bis 2005 Veränderungen anschauen, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, müssen wir diese 0,6 Grad abziehen. Und deswegen habe ich hier die 2-Grad-Grenze eingezogen. Sie steht bei 1,4 Grad. Also gegenüber der kürzlichen Vergangenheit haben wir nur noch 1,4 Grad, mit denen wir, wenn man will, spielen, arbeiten können, ohne die 2-Grad-Grenze zu überschreiten. Was ich jetzt ausführen möchte, ist, dass diese Bandbreite an möglichen Erwärmungen, die die Modelle uns vorhersagen, im Wesentlichen auf zwei verschiedene Ursachen, also auf zwei verschiedene Unsicherheitsfaktoren zurückzuführen sind. Zum einen, wir wissen nicht, wie sich die Emissionen von Treibhausgasen weiterentwickeln werden. Wir wissen nicht, welche Entscheidungen die Menschheit fällen wird in Paris und später. Zum anderen aber wissen wir nicht genau, wie das Klima reagieren wird für einen gewissen Ausstoß an Treibhausgasen. Also weder wissen wir genau, wie viel in die Luft geblasen wird, noch, selbst wenn wir das wüssten, wissen wir ganz genau, um wie viel wärmer es dann wird. Und die Kennzahl dafür ist das, was wir Klimaempfindlichkeit nennen, also gegeben ein gewisses Maß an Treibhausgaskonzentrationsanstieg, um wie viel wärmer wird es. Das habe ich jetzt mal ein bisschen aufgedröselt hier. Dies ist eine mögliche Zukunft. Und wie diese Zukunft von den Modellen dargestellt wird. Die Zukunft, die Annahmen, die hier hineingehen in ein Szenario für die Zukunft, eine mögliche Entwicklung ist, es gibt keinerlei effektiven Klimaschutz. Die Treibhausgasemissionen, allen voran die CO2-Emissionen, steigen ungebremst weiter an. Die CO2-Konzentrationen steigen ungebremst weiter an und das Klima erwärmt sich mehr und mehr. Um wie viel? Ist dargestellt durch die Breite der Schattierung. Wenn das Klima sehr empfindlich ist, bekommen wir eine Erwärmung von ungefähr 5,5 Grad. Das ist das, was sozusagen die empfindlichsten Modelle uns sagen. Wenn das Klima nicht so empfindlich ist, bekommen wir eine Erwärmung, die eher bei ungefähr 3 Grad liegt, gegenüber diesem Referenzzeitraum 1986 bis 2005. Dieses wäre also eine Zukunft ohne jeglichen wirksamen Klimaschutz.
Verzeihung. Es gibt eine andere Zukunft, eine andere mögliche Zukunft, nämlich, dass sehr schnell sehr wirksame Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Das ist ein anderes Szenario, hier in Blau dargestellt. Wie Sie sehen, die Erwärmung fällt sehr viel schwächer ab und die meisten Modelle würden, falls die Menschheit diesem Szenario folgt, die 2-Grad-Grenze einhalten, das 2-Grad-Ziel einhalten. Auch hier sehen wir wieder, die empfindlicheren Modelle, die würden die Grenze knapp verfehlen und die wenig empfindlichen Modelle würden locker dieses 2-Grad-Ziel einhalten. Wir haben also diese beiden verschiedenen Unsicherheitsfaktoren, die habe ich hier nochmal wieder zusammengefasst. Es besteht erhebliche Unsicherheit über die Empfindlichkeit des Klimas. Die Klimaphysik können wir nicht ändern. Die Klimaphysik können wir nicht beeinflussen, aber wir aus der Wissenschaft können etwas dafür tun, die Unsicherheiten zu reduzieren und die Empfindlichkeiten besser zu verstehen. Die andere grundlegende Unsicherheit besteht darin, dass wir nicht wissen, wie sich die Emissionen entwickeln werden. Wir wissen nicht, welche Entscheidungen die Menschheit fällen wird. Das ist zurzeit und vielleicht auch für alle Zukunft nicht vorhersagbar. Aber die menschlichen Entscheidungen, die Entscheidungen der menschlichen Staatengemeinschaft, ist beeinflussbar. Die Emissionen können wir kollektiv beeinflussen. Und das ist natürlich die Aufgabe in Paris. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Marotzke. Und ich gebe direkt weiter an Herrn Schellenhuber. Was mache ich? Und ich mache hier noch ein bisschen Technik. Ja. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich, wenn Sie gleich auf das zweite, das nächste vielleicht warten Sie. Ja, funktioniert. Wunderbar, Sie können sehen. Ich steige jetzt gleich ein mit einer Aussage, die klimaphysikalisch gewissermaßen umsetzt, was die Zumeldungen der einzelnen Länder für Paris ergeben würden. Das ist die Erderwärmung bis 2100, wenn all die Zumeldungen von über 140 Staaten, glaube ich, inzwischen, wenn die alle wirklich getreu umgesetzt würden. Und das Instrument, mit dem wir das bearbeiten, daran ist das PIC beteiligt, auch andere Einrichtungen, heißt Climate Action Tracker und ist im Grunde genommen inzwischen die globale Referenzmarke für solche Abschätzungen. Und was wir dort sehen und was Sie sehen auf diesem Monitor, ja genau, ich muss hier hinschauen, rechts haben Sie die Situation, bevor diese Pledges, wie es heißt, für die COP21 eingereicht wurden beim Klimasekretariat, also das war Current Climate Policies bisher. Und dort sehen Sie, dass wir uns im Mittelwert auf 3,6 Grad Erwärmung zubewegt hätten bis Ende des Jahrhunderts. Übrigens dann würde die Erwärmung ja nicht aufhören. Und jetzt mit diesen Zumeldungen sehen wir zum ersten Mal die 2 vor dem Komma erscheinen. Das ist kein Triumph, ganz und gar nicht. Aber es zeigt doch, dass sich das System bewegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind noch längst nicht dort, wo wir hinwollen, aber wir haben schon vielleicht 40% des Weges quasi zurückgelegt gegenüber der deprimierenden Situation nach der COP15, beinahe hätte ich gesagt 51, weil vielleicht wären es ja noch so viele, in Kopenhagen, das war die COP15 in diesem Fall. Also Sie sehen, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels erscheint tatsächlich. Ganz wichtig nochmal, das Ganze gilt nur, wenn die Verpflichtungen dann tatsächlich umgesetzt werden zu 100%. Jetzt will ich aber ein paar Dinge nochmal sagen warum 2 Grad und welche Folgen wir für das System Erde zu erwarten hätten. Ich will mich vor allem beziehen auf großkalige und längerfristige Entwicklungen, um das Ganze in einen Kontext zu stellen, der gewissermaßen auch den Rahmen aufspannt, in dem sich unsere Zivilisation bewegt und darüber sprechen wir auch tatsächlich. Das ist hier eine Grafik, die ist noch nicht veröffentlicht, die mal zusammenstellt, einerseits sehen Sie vor 20.000 Jahren oder weit vorher, wie die Temperaturentwicklung auf der Erde war. Aus der letzten Eiszeit tauchen wir auf, dass diese Kurve blau-schwarz in diesem Fall und rechts sehen Sie dann die verschiedenen Szenarien, die von meinen
Vorrednern auch schon angesprochen worden, insbesondere von Jochem in diesem Fall. Wo würde die Temperaturentwicklung hingehen? Bei 2,6-Szenario würden wir unter 2 Grad Erwärmung im Mittel bleiben. Aber die anderen Szenarien, insbesondere 8.5, das ist das rechts oben, das ist Business as usual, also ohne Klimapolitik. Und da würden wir bis zum Jahr 2300 in diesem Fall in den Bereich von 8, möglicherweise 10 Grad Erwärmung gehen, was natürlich unseren Planeten völlig verändern würde. Und was Sie hier sehen an diese Balken, das sind die sogenannten Kippelemente. Also wann würden Kippelemente aktiviert werden, wann würden kritische Grenzen überschritten werden für grönländischen Eisschild, für westantarktischen Eisschild und schließlich auch die Ostantarktis in diesem Fall. Und Sie sehen, das sind große Unsicherheitsbalken, das heißt, da wo es blassgelb ist, beginnt das Risiko und wo es dunkelrot wird, kann man ziemlich sicher sein, dass das System gekippt sein wird. Und Sie sehen, dass das hier in 3 Gruppen kommt, 3 Clustern in diesem Fall. Bei 1,5 bis 2 Grad Celsius Erwärmung wird es brenzlig, da würden zum Beispiel Korallenriffe wahrscheinlich weitgehend schon absterben und Grönland sitzt etwa bei 2 Grad. Wir wissen nicht im Augenblick, ob der grönländische Eisschild schon bei 1,5 Grad abzuschmelzen beginnt oder erst bei 4 Grad, aber auf jeden Fall sind wir hier im Gefahrenbereich. Die zweite Gruppe, da gehört vor allem der westantarktische Eisschild dazu, das ist so um die 4-5 Grad herum. In dieses Gebiet sollte man sich auf keinen Fall begeben. Und wenn dann Business as usual wirklich vollzogen würde auf der Erde, dann würden wir in diesem Bereich von 8 bis 12 Grad vorstoßen. Und dann kommt dieser dritte Cluster zum Tragen, zu dem unter anderem der ostantarktische Eisschild gehört. Wenn der abschmelzen würde, natürlich über Tausende von Jahren, dann würde der Meeresspiegel um 50 Meter steigen. Ein Szenario, das wir gar nicht uns im Einzelnen ausmalen wollen. Das überspringe ich jetzt, weil ich habe es Ihnen im Wesentlichen erzählt. Ich will Ihnen das hier zeigen. Das ist eine Arbeit, die gerade bei Nature akzeptiert wurde. Und da geht es darum, uns wird ja oft vorgehalten in der Klimaforschung, naja, das Klima hat sich schon immer geändert und was ist jetzt eigentlich Besonderes daran? Ja, es hat sich immer schon geändert und wir können inzwischen rekonstruieren, wie es sich geändert hat. Das ist die Rekonstruktion der letzten 10 Eiszeiten mit einer relativ einfachen Funktion, die Sie oben sehen. Das ist jetzt nicht weiter wichtig, das ist eine Exponentialfunktion. Aber richtig interessant wird es, wenn Sie auf die rechte Seite sehen. Dort wird nämlich gezeigt, wann die nächste Eiszeit einsetzen würde. Und wenn wir jetzt diesen verschiedenen bunten Kurven folgen, also rot, dunkelrot, dann ist das sozusagen, wie viele Emissionen weiterhin die Menschheit in das System Erde einbringt. Was man daraus erkennen kann, ist, dass die nächste Eiszeit in 50.000 Jahren anstehen würde, eigentlich erst in 50.000 Jahren, dass die unterdrückt werden wird. Und wahrscheinlich schon mit den Emissionen, die wir bisher getätigt haben. Soll nur zeigen, welche geologische Macht die Menschheit geworden ist, im Sinne von Paul Crutzen, das Anthropozän hat längst begonnen. Dann hat er auch schon, da gehe ich weiter, Mojib Latif, die Ozeanversauerung angesprochen, wo es sich wiederum ein Langfristproblem handelt. Wenn Sie die oberste Reihe sich anschauen, das ist die Versauerung, das ist die Erwärmung und schließlich dann die Sauerstoffveränderung im Ozean. Was wir zeigen können ist, dass diese Entwicklungen, wenn wir Business as usual machen, sich über Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar über 1000 Jahre nicht mehr umkehren lassen. Wenn wir also Business as usual folgen würden, könnten wir vielleicht relativ schnell die Atmosphäre wieder in einen Zustand versetzen, wie zu Beginn der industriellen Revolution, vielleicht mit Geoengineering, aber nicht die Ozeane. Da ist die Trägheit viel, viel größer, da reden wir von Jahrtausenden. So. Letzter Punkt, und da muss ich jetzt einfach einiges überspringen, die Geduld müssen Sie haben. Ja. Auch das hat Mojib angesprochen. Dieses Jahr wird wohl das wärmste seit Beginn der Aufzeichnung werden und wahrscheinlich sogar mit weitem Abstand. Darauf deutet vieles hin. Es könnte fast ein Zehntel Grad über den bisherigen Rekordhaltern liegen und das ist in der Klimaphysik ein Quantensprung wirklich. Das hat natürlich zu tun mit diesem Monsterphänomen. Das ist also die gerade aktuelle Ausprägung von El Niño, das ist die Anomalie im tropischen Pazifik. Und Sie sehen, entlang des Äquators zieht sich eine Anomalie über 6000 Kilometer. Nicht?
Es ist faszinierend, dass die Erde sowas hervorbringen kann, aber es ist auch ein bisschen erschreckend. Wir befinden uns also jetzt in einem El Niño, der sich zum stärksten aller Zeiten im Sinne der Aufzeichnungen entwickeln könnte. Der schiebt natürlich die globale Mitteltemperatur nochmal nach oben. Wahrscheinlich wird auch 2016 nochmal sehr warm sein. Man sollte sich jetzt nur nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn dann La Niña kommt, also die kalte Gegenphase, dann wird die Temperatur wieder ein bisschen absinken in diesem Fall. Aber zusammengenommen die Emissionen, der Trend, der ungebrochene, plus die natürliche Variabilität, sorgt dafür, dass im Augenblick das Klimasystem gewissermaßen durch die Decke geht. Aber nochmal, um klarzustellen, das ist eine Variation, eine natürliche Variation. Allerdings letzte Bemerkung, die Folgen, die regionalen Folgen dieses Phänomens können natürlich verheerend sein, beginnend mit sinnflutartigen Niederschlägen in Kalifornien bis hin zu den weiterhin verstärkten Waldbränden auf Sumatra und Borneo und so weiter und so weiter. Nicht? Insofern ist es eine schlechte Idee, mit dem Klimasystem herumzuspielen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schellenhuber, und wir gehen weiter zu Herrn Klepper, der jetzt uns sagen wird, was das für die Wirtschaft bedeutet. Bitte schön, Herr Klepper. Ja, vielen Dank, guten Morgen. Nicht nur die Wirtschaft, sondern die Gesellschaft. Das sollte ich voraussagen, damit wir nicht hier nur über Unternehmen sprechen, sondern auch über die Konsumenten. Sie haben jetzt schon viel gehört über den Ausblick in die Zukunft. Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich dann mit der Frage, wie man denn diese Zukunft gestalten könne. Und da gibt es ja im Augenblick in der Ausblick auf Paris ein bisschen geteilte Erwartungen. Einerseits in den Medien heißt es, jetzt kommen wir voran. Wenn Sie lesen, was viele Ökonomen dazu schreiben, die sind extrem kritisch. Diese freiwilligen Minderungsbeiträge, die INDCs, sind ja nur freiwillig und führen nicht dazu, Herr Schellenhuber hat es ja angesprochen, dass wir zum 2-Grad-Ziel kommen. Die Ökonomen finden, freiwillige Beiträge funktionieren sowieso nie. Außerdem gibt es keine vernünftigen Mechanismen, um wirtschaftliche Anreize zu setzen. Wir haben keine CO2-Preise, wir haben keinen Emissionshandel, keine CO2-Steuern. Auf der anderen Seite muss man den Ökonomen natürlich vorhalten, 20 Jahre hat man versucht, zu einem harten Abkommen zu kommen und es hat nicht funktioniert. Die Frage ist also jetzt, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer, wenn wir einen neuen Weg versuchen in Paris, mit, der letztendlich auf freiwilligen Maßnahmen basiert. Herr Schellenhuber hat angesprochen, wir würden ja bei 2,7 Grad schon ankommen, das heißt, wir sind unter 3 Grad. Insofern ist das schon mal was Gutes. Die Frage ist, ob das dann tatsächlich in der Zukunft umgesetzt wird. Und da würde ich mal so kurzfristig sagen, da stehen in Paris in den Vorschlägen, in den Dokumenten jetzt schon mal ein paar Dinge drin, die, wenn sie dann verabschiedet würden, ganz gut wären. Nämlich, dass das, was versprochen worden ist, auch berichtet wird von den Ländern, dass es verifiziert wird, dass wir Mechanismen entwickeln, mit denen wir diese Maßnahmen auch vergleichen können in ihren Auswirkungen auf den Klimawandel. Wenn das alles im Protokoll und in dem Abkommen drinsteht, dann haben wir, glaube ich, einen großen Schritt getan, weil wir sehen, dass in der Öffentlichkeit eine Diskussion darüber entstanden ist, in der Weltöffentlichkeit, wer was tut. Und da gibt es ja auch erste Zeichen. Kanada hat jetzt auch gerade angekündigt, CO2-Steuer einzuführen. Die waren aus dem Kyoto-Protokoll ausgestiegen. Es gibt also Gesinnungswandel. Das ist aber vielleicht mehr der kleinere Teil. Wir hatten ja in unserer Presseerklärung auch die Dekarbonisierung in das Zentrum gestellt und lassen Sie mich ein paar Anmerkungen dazu machen. Der Ausblick für die Dekarbonisierung ist etwas gemischt. Wir haben einerseits ganz positive Entwicklungen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo ein großer Technologiewandel stattfindet. Die erneuerbaren Energien, Windkraft, Solarenergie, Photovoltaik haben unglaublich in ihren Kosten Fortschritte gemacht. Heute sind sie wettbewerbsfähig gegenüber fossilen Energieträgern. Das ist sicher eine ganz positive Entwicklung. Auf der anderen Seite sind die wirtschaftlichen Mechanismen, die wir haben, noch nicht sehr weit entwickelt. Wir haben ein europäisches Emissionshandelssystem, das nicht so richtig funktioniert. Wir haben in vielen Ländern und Regionen, auch in Städten inzwischen, klimapolitische Maßnahmen, auch Emissionshandel oder CO2-Steuern. Aber das ist alles noch nicht koordiniert. Insofern wäre da noch viel zu tun. Aber es ist immerhin klar, dass
die CO2-Emissionen oder die Treibhausgasemissionen in dem Kalkül der Unternehmen inzwischen Faktor sind und dass die den CO2-Preis als einen Kostenfaktor ansehen. Und das ist auch schon mal ein Gesinnungswandel, den wir vielleicht vor 10 Jahren noch nicht hatten. Wo es noch nicht so gut aussieht mit der Dekarbonisierung, das ist auf der Seite der Anbieter von fossilen Ressourcen. Wenn Sie sich ansehen, wo die großen Ressourcen liegen, in Kohle, Öl, das sind ja die schlimmeren, Kohle ganz besonders, dann sind das wenige Länder und für diese Länder bedeutet eine drastische Klimapolitik natürlich auch einen drastischen Verlust ihres Vermögens. Und dieser Vermögensverlust, der wird natürlich massive Verteilungsprobleme erzeugen. Wir haben das mal untersucht, wo denn die wahren Kosten der Klimapolitik sind. Die liegen nicht darin, dass wir die Energiewende finanzieren müssen. Die wahren Kosten liegen in den Ländern, die letztendlich ihr Vermögen an fossilen Ressourcen verlieren, wenn diese fossilen Ressourcen im Boden bleiben und nicht mehr genutzt werden in den nächsten Jahrhunderten. Das heißt, wir stehen da vor einem riesigen Verteilungsproblem, auf das ich gleich nochmal zurückkommen werde. Auf der anderen Seite haben wir einen Übergang zu einer postfossilen Welt. Viele Investoren haben verstanden, dass wir lange Investitionszyklen haben in den Energiesektoren und dass die fossilen Investitionen sich wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr auszahlen werden. Und das ist natürlich ein Rückkopplungsprozess mit dem, was in Paris passiert. Insofern scheint da der Gesinnungswandel schon groß zu sein. Aber lassen Sie mich auf ein anderes großes Verteilungsproblem kommen und Ihnen einfach an einem Beispiel da mal zeigen, wo die Probleme, wenn man dann ins Detail geht, liegen. Ich will da nur Indien nennen. Indien wird bald 1,5 Milliarden Menschen haben. Das sind an der Weltbevölkerung ein großer Anteil. Und wenn wir uns die Armen ansehen, wird Indien 30% aller Armen dieser Welt beherbergen. 300 Millionen Inder sind noch ohne Elektrizität. 292 Millionen Inder haben keinen sicheren Trinkwasserzugang. Das heißt, es ist ein riesiges wirtschaftliches Entwicklungsbedarf da. Die Frage ist natürlich, wie kann der gedeckt werden? Im Augenblick setzen die alle noch auf fossile Energien. Indien hat zwar versprochen, im großen Stil auf Erneuerbare umzusteigen, aber dieser Umstieg, diese riesigen Investitionen, die wird Indien nicht von alleine schaffen können. Und da wird sich die Frage danach entscheiden, wie viel sind die Länder bereit, die das finanziell eher können, diesen Prozess eines grünen Wachstums gegenüber dem traditionellen Wachstum wirklich mitzufinanzieren und mitzutragen. Die Frage ist noch offen. In Paris wird darüber gestritten, wer welchen Beitrag leistet. Mujib Latif hat ja angesprochen, da geht es dann um Gerechtigkeitsfragen und Verantwortung für das Klima von den Ländern, die dann auch Beiträge leisten. Ein anderes Problem, auch ein Verteilungsproblem, was wir haben, wenn wir uns die Dekarbonisierung ansehen, ist, wir müssen irgendwie die Länder, die große fossile Ressourcen haben, mit ins Boot bekommen. Da wird dann in Paris und in den Verhandlungen immer von dem weißen Elefanten gesprochen, ich will das Land auch nicht nennen, die dann möglicherweise zum Schluss alles blockieren könnten. Da muss man sich überlegen, wie schaffen wir Mechanismen, damit diese Ressourcen wirklich im Boden bleiben. Das wird der Markt ganz alleine wahrscheinlich nicht so können. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich glaube, Paris hat eine gute Chance, einen Weg einzuschlagen, nicht eine Lösung anzubieten, aber einen Weg einzuschlagen, weil wir einerseits an einer technologischen Wende stehen, wo sich schlichtweg die wirtschaftlichen Basisdaten so ändern, dass die Dekarbonisierung eine Chance hat. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die Dimension dieser Dekarbonisierung so riesengroß ist, dass es wirklich einer unglaublichen Anstrengung, auch politischen Anstrengung bedarf, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass diese auch tatsächlich stattfindet. Die INDCs sind ja teilweise ambitioniert, aber sie müssen eben dann durch konkrete Politik unterstützt werden. Und ob die Länder diese Umsetzung dann schaffen, das müssen wir dann sehen. Und da ist sicher wichtig, auch die entsprechenden Mechanismen einzuführen. Und dazu brauchen wir dann CO2-Preise oder brauchen CO2-Steuern, auch wenn die national noch nicht, nur national eingeführt werden und nicht international koordiniert sind. Das Zweite, was mich positiv stimmt, ist, dass die Wirtschaft verstanden hat,
dass wir an dieser Wende stehen und dass die Investoren, es gibt ja das Stichwort Divestment, die Investoren sehr viel vorsichtiger geworden sind, was in der Zukunft passieren sollte und ziehen sich daraus zurück. Ich glaube, wenn man es schafft, in Paris unterstützende Maßnahmen zu schaffen, die wirklich den globalen Diskurs weiterbringen und die INDCs tatsächlich in die Umsetzung zu bringen, dann können wir auch hoffen, dass wir vielleicht doch noch zu den 2 Grad kommen. Die Wirtschaft hat es, glaube ich, inzwischen verstanden. Widerstand gibt es noch, aber der wird sich hoffentlich irgendwann auch legen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klepper. Jetzt haben Sie eine Menge Input bekommen. Jetzt, ich hatte es ja schon angekündigt, sind Sie dran. Hier sind 2 Personen, die mit Mikrofon unterwegs sind. Hier ist auch schon die erste Frage. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen, Ihren Namen und von welcher Institution, von welcher Presse Sie kommen. Dankeschön. Jan Garwert vom Hessischen Rundfunk im ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an Herrn Schellnhuber und Herrn Latif. Sie haben uns jetzt Auswirkungen gezeigt, was passiert, wenn man was ändert, wenn man nichts ändert, mit Blick auf das, was da in Paris verhandelt wird. Vielleicht können Sie uns ein paar Ecksteine nennen, was unbedingt in so einem Abkommen drin stehen muss, dass wir das nachher als Erfolg bewerten können. Vielen Dank. Wenn ich darf, ja, die Frage habe ich befürchtet. Nein, es gibt eine ganze Reihe von Analysen dazu, was ist sozusagen die Messlatte für Erfolg und dergleichen. Aber ich kann Ihnen meine persönliche Hitliste geben, gewissermaßen. Nein, es muss sowas wie eine Brandmauer völkerrechtlich vereinbart werden. Wir haben ja die 2 Grad bisher nicht als völkerrechtliche sozusagen Vorschrift in irgendeiner Weise. Sie wissen, dass die Entwicklungsländer, vor allem die kleinen Inselstaaten, vor allem auf 1,5 Grad wollen. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Das ist also keine Erbsenzählerei. Also im Klimasystem machen 0,5 Grad globale Erwärmung einen deutlichen Unterschied, gerade beim Meeresspiegelanstieg in diesem Fall. Also wenn man in Paris so etwas beschließt, erstens, wir müssen so weit wie möglich unter 2 Grad Erderwärmung bleiben, mit all den Unsicherheiten, die da sind, dann hätte man einen großen Schritt nach vorn getan und das müsste etwas sein, was völkerrechtlich kodifiziert wird. Das Zweite ist, dass man dazu ein Narrativ braucht, also eine Erzählung. Das kann natürlich nur gelingen, wenn die Dekarbonisierung tatsächlich ernst genommen wird. Sie wissen, bei der G7 ist dieses Wort zum ersten Mal erschienen, was mich sehr erstaunt hat, aber andererseits auch nicht so sehr. Das hat viel Vorbereitungen natürlich gegeben auch und nur dort wird noch relativ vage gehalten, und zwar gerade auf Druck der USA hin, dass das Ganze nicht bis Mitte des Jahrhunderts stattfinden soll, sondern in diesem Jahrhundert. Und das ist natürlich eine Gummiformulierung, nicht? Das macht einen enormen Unterschied für das Klimasystem, ob Sie 2050 im Wesentlichen aus der fossilen Wirtschaft ausgestiegen sind oder im Jahr 2099. Und deswegen müsste hier eine klare Vision auch formuliert werden, dass die Dekarbonisierung möglichst bald, also um die Mitte des Jahrhunderts oder in den nächsten 1-2 Dekaden abgeschlossen wird. Und drittens, und das haben meine Vorredner ja auch schon gesagt, die INDCs, die Zumeldungen, sind gar nicht so schlecht, wenn man sie in einzelnen Ländern analysiert. Also Indien, Brasilien wird immer unterschätzt. Brasilien hat mit Hilfe der deutschen Diplomatie ein ausgesprochen ehrgeiziges Ziel vorgelegt, ja, gerade auch was die Rodung des Amazonas-Regenwaldes angeht und so weiter. Wenn sichergestellt wird, dass die Staaten auch in die Pflicht genommen werden, ihre Zumeldungen umzusetzen, dann glaube ich, sind die Weichen eigentlich gestellt für diese Dekarbonisierung. Ich glaube nicht, dass ein Land wie Indien 350 Gigawatt Erneuerbare installiert und dann sagt, naja, war nur so eine Idee, jetzt bauen wir lieber doch wieder Kohlekraftwerke. Nicht? Das wird dann im Grunde genommen ein Game Changer. Und insofern ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was man im Englischen so schön nennt, Accountability, ja, dass sie transparent machen, was sie tun, dass sie das überprüfen lassen und dass es alle 5 Jahre sozusagen gecheckt wird in diesem Fall. Ich glaube, wenn man die Weichen aufgrund der INDCs jetzt wirklich stellt und die ernst nimmt,
dann kann man nicht mehr zurück zur alten Wirtschaft, insbesondere Kohlekraftwerke werden einfach nicht mehr gebaut werden. Übrigens, letzte Bemerkung dazu, die privaten Investoren ziehen sich längst aus der Kohlekraft zurück. Sie haben vielleicht gestern gesehen, dass die Allianz jetzt angekündigt hat, zu divestieren. Das ist immerhin die größte Versicherungsgesellschaft der Welt und einer der 5 größten Investoren der Welt. Die haben 2 Billionen Spielgeld zur Verfügung, das ist eine ganze Menge. Aber das große Problem ist, und da wird man die Staaten packen müssen, 95% aller Investitionen in Kohlekraftwerke weltweit werden staatlich getätigt. Die Subventionen kommen von den Staaten und die Investitionen. Insofern hat man hier, glaube ich, einen Punkt, wo es wirklich zum Schwur kommen kann. Und das wird in Paris dann eine wirklich spannende Diskussion werden. Ja, also bei aller Aufbruchstimmung möchte ich auch nochmal sagen, dass wir bisher aus meiner Sicht im Wesentlichen, was die internationale Klimaschutzpolitik anbelangt, Wortakrobatik gesehen haben, nicht mehr. Ich will es an einer Zahl festmachen. Seit Beginn der 1990er Jahre, seit das Thema letzten Endes ziemlich weit oben auf der weltpolitischen Agenda steht, ist der weltweite CO2-Ausstoß um 60% gestiegen. Anspruch und Wirklichkeit könnten in der internationalen Klimaschutzpolitik nicht weiter auseinanderliegen. Das heißt also, wenn jetzt in Paris nicht mehr passiert als Wortakrobatik, dann glaube ich, wird es immer schwieriger, unterhalb dieser 2 Grad zu bleiben. Wir wissen auch, 2 Grad ist in gewisser Weise ein Kompromiss, der bereits schon zu dramatischen Auswirkungen führen wird, zumindest anhand dessen, was uns die Kollegen sagen. 2 Grad Erderwärmung wird dazu führen, nach aller Voraussicht nach, dass sehr viele, die meisten aller tropischen Korallenriffe von dieser Erde verschwinden werden. Die werden einfach sterben. 2 Grad wird dazu führen, dass viele Inselstaaten einfach überflutet werden. Das ist so. Und deswegen haben gerade diese Inselstaaten auch so ein starkes Interesse daran, dass wir also eher bei 1,5 Grad landen als bei 2 Grad. Und der dritte Punkt, um das abzuschließen, wissen Sie, es darf nicht passieren, wie nach Kyoto, dass Länder einfach aussteigen und sagen, sorry, wir haben es nicht geschafft, ja, es ist uns jetzt egal. Ja, das heißt also, hier muss es auch tatsächlich irgendwelche Sanktionsmechanismen geben, denn wenn es die nicht gibt, fürchte ich, werden wir in 10 Jahren wieder auf eine Klimakonferenz blicken, wie in Kopenhagen 2009, wie jetzt Paris 2015 und sagen, jetzt wird der große Durchbruch kommen. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder dann in 10 Jahren praktisch an der gleichen Stelle sind, an der wir heute stehen. Ja, bitte schön, hier vorne, das ist eine Frage. Jens Thurau, Deutsche Welle. Aber Herr Latif, der Unterschied, soweit ich es verstanden habe, ist ja jetzt, also Kanada hat sich ja zum Beispiel völlig rechtskonform, was das Kyoto-Protokoll angeht, verhalten, weil es eine Ausstiegsklausel gab. Man konnte aus dem Kyoto-Protokoll aussteigen. Den Fehler wollen die ja jetzt nicht wiederholen, also auch wenn die INDCs nicht bindend sein werden. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, Herr Latif, haben Sie die Hoffnung aufgegeben? Kann das sein? Nein, ganz und gar nicht. Also ich glaube, Paris ist wirklich in gewisser Weise der Punkt, an dem sich letzten Endes vieles entscheiden wird. Und ich habe es ja gesagt, wir haben es noch in der Hand. Also und solange wir es in der Hand haben, denke ich, müssen wir alles versuchen, dass tatsächlich auch diese Reduktionen, die notwendig sind bei den Treibhausgasen, beim Treibhausgasausstoß, auch erfolgen. Gernot Klepper hat angesprochen, dass wir eine gewisse Dynamik bei den erneuerbaren Energien haben und darauf setze ich letzten Endes, dass diese Dynamik, die ja immer schneller gegangen ist, als die Vorhersagen gewesen sind, dass tatsächlich am Ende des Tages sich diese konkurrenzlose Technologie auch durchsetzen wird. Denn eines ist doch klar, wenn man sich das mal rational überlegt, wo gibt es eigentlich einen Rohstoff, der nichts kostet? Ja, bei den erneuerbaren Energien ist es tatsächlich der Fall. Und darauf setze ich letzten Endes, dass sich diese Dynamik am Ende durchsetzen wird. Winfried Göpfert, freier Wissenschaftsjournalist. Eine Frage vielleicht an Herrn Marotzke.
Welche Rolle spielt denn der Ozean in der Kapazität, noch Wärme aufzunehmen beispielsweise? Soweit ich sehe, wird der Ozean mit 4000 Meter Tiefe angesetzt, bei 4 Grad. Ist es nicht so, dass je tiefer wir niedergehen, die Wärme eigentlich größer werden wird und dass dann noch eine große Kapazität als Puffer in den Ozeanen zu sehen ist? Also der Ozean spielt natürlich eine sehr große Rolle von der Energie, die durch den zusätzlichen Treibhauseffekt eben auf der Erde zurückgeblieben ist, geht über 90% in den Ozean. Und wir sehen das auch, der Ozean hat sich erwärmt, dort steckt die meiste Energie, die zurückgehalten wurde. Was der Ozean auf diese Weise macht, ist für eine gewisse Zeit den Klimawandel zu verlangsamen. Ist ein bisschen schwer abzuschätzen, aber man kann ganz grob sagen, vielleicht um die Hälfte. Also wenn wir nicht diesen tiefen Ozean hätten, wenn wir gar keinen Ozean hätten oder vielleicht nur einen ganz flachen, wäre der Klimawandel ungefähr doppelt so schnell vonstatten gegangen bei der gleichen Treibhausgasemission. Der Ozean verlangsamt, aber er hält den Klimawandel nicht auf, denn wenn wir nur in Anführungszeichen lang genug warten, mehrere Jahrhunderte, vielleicht 1000 Jahre, werden wir genau die Erwärmung an der Oberfläche bekommen, die wir auch ohne den Ozean hätten. Also er verlangsamt, er nimmt die Wärme auf, er bremst für eine Weile. Aber langfristig ändert er nichts an der Erwärmung. Ja, nur ein Satz dazu. Deswegen sind wir eigentlich schon weiter in der Klimaerwärmung, als wir es heute an der Oberfläche messen können. Und deswegen sind diese 2 Grad natürlich umso schwerer noch zu unterschreiten, weil eben die Wärme langfristig wieder an die Oberfläche kommen wird, die jetzt noch unterhalb der Oberfläche in den Weltmeeren gespeichert ist. Genau. Von Brackel, Klimaretter Info. Ich habe eine Frage, und zwar, welche Rolle spielt denn, dass China 1/5 der Emissionen unterschlagen hat, auch für die Prognosen, die wir gerade eben gesehen haben, und generell, dass man sich nicht darauf verlassen kann, wie viele Emissionen sozusagen auf dem Tisch liegen? Wen ging die Frage, Entschuldigung? Jetzt fangen Sie an, Herr Latif. Ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, deswegen hatte ich ganz am Anfang den Gehalt von CO2 in der Luft gezeigt, weil die Natur ist unbestechlich, ja? Unabhängig davon, wer jetzt was angibt, ob das richtig ist oder nicht. Wir können tatsächlich in der Wissenschaft erkennen, ob es weltweit Klimaschutz, also im weltweiten Maßstab Klimaschutz gibt oder nicht. Ja, das ist so. Wer dann da spinnt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Wir können natürlich auch Mechanismen entwickeln, um das besser zu verifizieren. Und das ist natürlich Teil der Verhandlung. Und ich nehme an, Gernot Klepper wird auch noch was dazu sagen. Nee, ich würde in dieselbe Kerbe hauen in diesem Fall. Die Frage wird natürlich gestellt, und China hat so zu 17% geschwindelt, nicht? Beziehungsweise haben das nicht richtig erfasst. VW hat auch ein bisschen geschwindelt, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, man kann es ins Positive wenden, ne? Wie Mojib Latif sagt. Wir können ja messen, wie die Atmosphäre reagiert, oder? Wie viel CO2 sozusagen in der Atmosphäre ist und wie schnell das Ganze steigt. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, in privaten Unternehmen genau so wie in Staatswirtschaften eben die unerfassten, die sozusagen illegalen Emissionen einzudämmen, da ist, glaube ich, sehr viel Spiel, dann ist das eher ein Zeichen der Hoffnung. Weil entscheidend ist, was, wie Helmut Kohl so schön sagte, hinten herauskommt, nämlich was dann wirklich in die Atmosphäre entlassen wird. Ich glaube, es ist sehr viel Spielraum noch, und als Erste geht man natürlich an die illegalen Emissionen heran. Das ist ja nichts Neues. Die Weltbank hat vor etlichen Jahren schon mal festgestellt, dass China offensichtlich seine Emissionen nicht korrekt darstellt. Das haben die auch durch indirekte ökonomische Studien herausgefunden. China hat dann das korrigiert mit etwas Verzögerung. Ich glaube, Paris ist eine große Chance, weil man eben durch Verifizierung und durch genauere Mechanismen viel mehr Klarheit da reinbekommt.
Auf der anderen Seite würde ich das auch jetzt nicht so überbewerten. Man versucht jetzt in dieser Klimadebatte so genau zu sein. Wenn Sie sich eine ganz normale Statistik über Sozialproduktzahlen ansehen, dann werden Sie, wenn Sie in die Details gehen, auch finden, dass dort die informelle Ökonomie zum Beispiel abgeschätzt wird, weil kein Mensch weiß, wie die aussieht. Und in Italien liegt das irgendwo zwischen 20% und 30%, in Griechenland auch. Da wird auch grob geschätzt und da wird auch nicht jeder Euro einzeln gezählt. Genauso wird das bei den Emissionen sein. Nur um es nochmal zu wiederholen, Paris ist die große Chance, dass wir tatsächlich weltweit für alle INDCs, wenn das in den Abkommen festgelegt wird, Mechanismen entwickeln, dass jeder weiß, was jeder tut. Danke, vielen Dank, Anja Paumann, freie Journalistin. Ich habe zwei Fragen, die geht an das gesamte Plenum. Die erste Frage betrifft den Amazonas-Regenwald. Es gibt ja diese Kippelemente und Sie hatten erwähnt eben die Eisschilde, Grönlandeis, Antarktis. Es wird aber auch immer wieder gesagt, dass der Amazonas-Regenwald, der im Moment ja eine Senke ist für Kohlenstoff, dass der ab einer bestimmten Erwärmung eben auch kippen kann. Und dann, so mein Verständnis, müsste er ja dann irgendwie Kohlenstoff imitieren? Oder, also meine Frage ist, wie genau funktioniert dieses Kippelement Amazonas-Regenwald? Und die zweite Frage wäre eine ökonomische. Und zwar, das ist ja eine sehr spannende Frage, was bietet man den Ländern an, die die fossilen Brennstoffe besitzen, Saudi-Arabien, Russland etc.? Gibt es denn da schon einige Ideen, wie ein Angebot an diese Länder aussehen könnte, sodass man schon mal eine Fantasie darüber entwickeln könnte? Vielen Dank. Ich fange kurz an, weil ich die Grafik gezeigt habe und meine Kollegen werden dann ergänzen, nur zu der Amazonas-Geschichte in diesem Fall. Ich meine, es ist sehr umstritten, wann es eine Umwandlung geben könnte in eine Savanne oder gar Steppe in diesem Fall. Sie haben einfach verschiedene Faktoren. Also ich habe gestern mit einem Brasilianer gesprochen, der sagt, wenn man jetzt über den Amazonas fliegt, über den Regenwald, kann man beim besten Willen keine Aufnahme mehr machen, wo nicht irgendwo was brennt. Also es geht einfach nicht mehr, das heißt die Landnutzung insbesondere, ja, der Straßenbau, all diese Dinge wirken zusammen. Was wir im Augenblick sehen, ist, dass Klimawandel im Sinne, also Veränderung der Niederschlagsmuster in Nordost-Brasilien insbesondere plus direkter menschlicher Eingriff kann tatsächlich dazu führen, dass dieses Ökosystem irgendwann an seine Grenze getrieben wird. Wir haben allerdings neuere Studien jetzt gerade gemacht, die zeigen, dass die hohe Biodiversität im Amazonas-Regenwald tatsächlich wie so ein Stoßdämpfer wirkt. Also wenn diese Biodiversität kann dazu führen, und das ist in früheren Modellen so nicht gezeigt worden, dass sich das System relativ schnell erholen kann. Also es kann tatsächlich kippen, aber es kann sich dann innerhalb von 50, 80, 100 Jahren wiederholen, weil dann die Biodiversität zuschlägt. Insofern ist das Schrecklichste, was wir im Augenblick tun können, diese Biodiversität zu vernichten. Ja. Zwei Dinge dazu. Erstens, um mit einem Missverständnis mal aufzuräumen, ein intakter Regenwald ist klimaneutral. Das heißt, der nimmt so viel CO2 auf, wie er auch abgibt. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, eine große Gefahr für den Regenwald ist, wenn es infolge des Klimawandels zu so einer Art Superdauer El Niño kommen würde, weil wir wissen, El Niño hat eben die Auswirkung, dass es Trockenheit in Teilen Brasiliens eben hervorruft. Angenommen, das System würde jetzt in so ein Zustand kippen, dass wir eine Art Dauer-El Niño bekommen, dann würden also die Trockenperioden in Brasilien dramatisch zunehmen und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass der Regenwald kippt. Dann im Extremfall könnte tatsächlich der Regenwald zu einer Quelle für CO2 werden, zu einer zusätzlichen Quelle von CO2. Gleichwohl muss man sagen, wenn man die Bandbreite der Modellrechnung sich betrachtet, dann ist noch nicht mal das Vorzeichen einheitlich. Das heißt also, da haben wir eine riesen Unsicherheit und deswegen ist das Kippen des Regenwalds, glaube ich, genauso wahrscheinlich
als dass der Regenwald relativ stabil bleibt, abgesehen natürlich von den anthropogenen, also von den direkten Eingriffen, die natürlich automatisch den Regenwald betreffen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wenn die Menschen das Klima nicht beeinflussen würden, wäre der Regenwald natürlich stabil, wäre weder eine Quelle noch eine Senke. Aber wir erhöhen natürlich den CO2-Gehalt in der Atmosphäre, wodurch generell die Vegetation etwas mehr Nahrung hat. Und das ist mit dem Prozess, weswegen zurzeit die Landvegetation ein Viertel des zusätzlich ausgestoßenen CO2 absorbiert. Sie wächst einfach mehr, weil mehr für die Pflanzen zu essen da ist. Ob der Regenwald jetzt kippt oder nicht, ein Effekt wird aber erwartet, dass wenn sich das Klima erwärmt, wird der zurzeit im Boden gebundene Kohlenstoff, der zerfällt leichter. Das heißt also, irgendwann, vermutlich im Laufe des Jahrhunderts, wird die Landbiosphäre aufhören, eine Senke von Kohlenstoff zu sein und wird entweder eine schwächere Senke sein oder wird sogar zur Quelle. Riesenunsicherheit über dieses Ausmaß. Was aber ganz robust ist, ist, die Landbiosphäre wird in Zukunft weniger Kohlenstoff aufnehmen, relativ gesehen, als sie es heute tut. Das wissen wir relativ sicher. Kippen oder nicht ist unsicher, Super El Niño oder nicht ist unsicher, aber dass die Landbiosphäre, wenn man will, uns diesen Service in Zukunft nicht mehr so leisten wird, einen Teil des CO2s aufzunehmen, da sind wir ziemlich sicher. Damit die zweite Frage nicht verloren geht. Das Problem ist, das kommt jetzt erst langsam in das Blickfeld, obwohl wir schon seit vielen Verhandlungsrunden und vielen COPs wissen, dass die Blockierer natürlich immer die Länder waren, die fossile Brennstoffe besitzen in der Vergangenheit. Wenn man sich ansieht, es gibt keine gezielte Debatte über Politikmaßnahmen, mit denen man mit dem Problem umgehen kann im Augenblick. Wir haben gesehen, dass die Kompensationen, die notwendig wären, wenn man diesen Ländern ihr Wohlfahrtsniveau oder ihren Wohlstand erhalten wollte, so groß sind, dass das nicht finanzierbar ist. Das wäre vollkommen inakzeptabel. Es gibt aber ein paar Mechanismen, mit denen man zumindest leichte Maßnahmen oder leichte Effekte haben kann, dass diese Länder vielleicht doch sich überlegen, nicht mehr in diese fossilen Brennstoffe zu investieren. Das eine ist CCS, also den Versuch, fossile Brennstoffe tatsächlich noch weiter zu nutzen, aber dann eben das CO2 abzuschalten und zu lagern. Das ist eine Zwischenlösung, die könnte aber unter Umständen für eine Weile einen Übergang mitfinanzieren. CCS ist inzwischen in einigen Versuchsanlagen gezeigt worden, das funktioniert. Das zweite ist, dass unabhängig von dem Willen dieser Länder, das zu fördern, die wirtschaftlichen Anreize sich natürlich verändern. Wenn es international eine Klimapolitik gibt und die CO2-Preise steigen, dann führt das letztendlich dazu, dass die Preise für fossile Brennstoffe fallen. Das sehen wir ja heute schon, dass die stark gefallen sind. Die würden noch weiter fallen. Das hat natürlich den Effekt, dass sich Investitionen da rein nicht mehr lohnen, dass teilweise auch die Förderkosten so hoch werden, dass es sich nicht mehr rechnet, das zu fördern. Aber letztendlich wird man sich dann trotzdem mit der Frage beschäftigen müssen, wie kann man gemeinsam in der Weltgemeinschaft diesen Ländern helfen, wenn sie das selber nicht von sich aus können. Saudi-Arabien kann das von sich aus, sie machen schon die Energiewende mit Erneuerbaren, aber andere Länder können das nicht unbedingt so, dass man dort gezielte Green Economy Strategien gezielt entwickelt. Der CO2-Preis alleine wird das wahrscheinlich nicht tun, weil er zu große Konflikte hervorrufen würde. Und das könnte man durch solche kooperativen Maßnahmen sicher abfedern. Herr König, Sie hatten noch eine Frage. Ja, und noch mal eine kurze Detailfrage zu den Kippelementen. Herr Schellenhuber, Sie hatten die Westantarktis erwähnt und die da relativ hoch angesiedelt, eher bei 4 Grad. Es gab ja so einige Forschungen, die da wesentlich alarmierender waren, also dass da im Prinzip jetzt schon da ein Kippen sich andeutet zumindest oder sich anbahnen könnte. Könnten Sie da vielleicht noch etwas dazu sagen? Nein, ich habe hier versucht, extrem konservativ zu argumentieren. Natürlich
Früher hat man eine relativ naive Vorstellung gehabt, also bei der Temperatur kippt die gesamte Westantarktis nicht und dann kommt die Ostantarktis. In Wirklichkeit wird sich das in vielen Stufen und Abbrüchen sozusagen gestalten. Was wir in der Tat wissen, und das ist ziemlich beängstigend, dass Teile der Westantarktis jetzt bereits sich im Rückzug befinden, beziehungsweise schon in einem selbstverstärkenden Zerfallsprozess sind. Das hat vor allem mit Schelfeis zu tun, nicht, wo Sie die Aufsetzlinie sich anschauen müssen. Und da kann man einfach mit einem geografischen Informationssystem hingehen und sieht man, wenn hier die Eismasse oder der Untergrund Kontinent zum Kontinent hin abfällt, dann haben Sie eine selbstverstärkende Dynamik. Das wissen wir. Wahrscheinlich sind Veränderungen jetzt schon eingepreist, die einen halben Meter Meeresspiegelanstieg ausmachen werden. Und das ist ja nicht mehr aufzuhalten. Das kann aber sogar noch eine natürliche Fluktuation sein. Also da, wo es eben wirklich eng werden würde, wenn wir 4 Grad Erwärmung haben, da sind sich doch die meisten Einschätzungen einig, dass wir dann die Westantarktis, den Eisschild als Ganzes verlieren könnten. Und dann reden wir von 6 Meter Meeresspiegelanstieg. Ja? Also insofern in verschiedenen Stufen, kaskadenförmig, wird sich der Prozess dann in Gang setzen. Aber das dicke Ende, das ist bei 4 Grad mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht. Ja, okay. Ja, hallo, mein Name ist... Einen Moment, Herr Latif, ich wollte gerade noch ergänzen und genau. Dann kommen Sie. Entschuldigung. Ein Satz dazu. Herr Schellenhuber hat ja angesprochen, dass es in Stufen geht. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, also Ausgangs der letzten Eiszeit, haben wir es ja gesehen, damals war ja die Erdtemperatur ungefähr 5 Grad, also im globalen Mittel 5 Grad niedriger als heute, dann ist der Meeresspiegel innerhalb von 10.000 Jahren angestiegen, ganz grob auf das heutige Niveau. Aber es ist eben nicht allmählich passiert. Hin und wieder gab es tatsächlich diese Stufen. Wir sprechen von Pulsen, Schmelzwasserpulsen, wo dann Riesenstücke sozusagen ins Meer geglitten sind und dann innerhalb kurzer Zeit sehr starke Meeresspiegelanstiege verursacht haben. Wir wissen nicht, ob das unter dem heutigen Klimazustand auch möglich ist, aber theoretisch ist es möglich und das ist eben auch eine Aufgabe, der wir uns im Moment gerade verschrieben haben, das zu verstehen in der Vergangenheit, wie ist es dazu gekommen und könnten tatsächlich solche extrem schnellen Meeresspiegelanstiege ja auch passieren infolge der gegenwärtigen globalen Erwärmung. Ja, hallo. Marcel Verdier ist mein Name. Ich arbeite als Redakteur für den Bundesverband Naturkost Naturwaren. Und wir reden ja ganz viel von Vermeidungsstrategien, also sprich weg von fossilen Brennstoffen. Und meistens beziehen sich die Beispiele auf Mobilität und Energie. Jetzt kamen wir dank der Fragen der Kollegin hin in der Kurve ein bisschen zu Biodiversität und Landbiosphäre. Deswegen richten sich meine Gespräche so, oder meine Frage so ein bisschen an Herrn Marotzko und wahrscheinlich Herrn Schellenhuber. Ich frage mich, einerseits, welchen Effekt hat im Thema Landbiosphäre die Landwirtschaft, welchen Einfluss hat die Landwirtschaft auf den Klimawandel und beziehungsweise welche Chancen liegen darin, wenn ein Wandel in der Landwirtschaft stattfindet, wenn wir uns betrachten, dass 80% der Welt durch Kleinbauern ernährt werden, die auf agrarindustrielle Methoden verzichten, kann ich mir vorstellen, dass hier ein großes Potenzial liegt, zumindest die Tendenz zu drosseln oder den... Ja, die Frage ist in der Tat gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt Abschätzungen, dass ungefähr 1/3 der Treibhausgasemissionen direkt oder indirekt von der Landwirtschaft kommen. Es gibt aber auch Fachleute, die diese Zahlen anzweifeln und für überhöht halten. Das Problem ist natürlich, dass es manchmal sehr schwierig ist, eine Emission einer bestimmten Aktivität zuzuordnen. Es wird manchmal nach Industrie, privaten Haushalten, Verkehr aufgeteilt. Manchmal aber auch andere Sektoren wie Landwirtschaft und verschiedene Industrieformen. Und die Sachen überlappen sich. Und deswegen ist dann auch teilweise eine erhebliche Unsicherheit da drin. Was wir genauer wissen, ist der Beitrag zu den Emissionen von der Entwaldung, von der Abholzung. Das ist ungefähr 10% von der globalen Emissionen. Also die meisten Emissionen kommen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, aber Landnutzung hat einen erklecklichen quantitativen Anteil, nicht dominierend, aber doch deutlich zu sehen. Insofern können wir da ganz klar sagen, wenn Landnutzung aufhört,
den Wald zu roden, um darauf Ackerbau zu betreiben, sondern den Wald stehen lässt, beziehungsweise den Wald erneuerbar nachhaltig zu bewirtschaften, würden wir schon einen ganz erheblichen Teil zur Emissionsminderung beitragen. Ich würde es noch ergänzen, also zunächst mal vollkommen richtig, was Jochem hier gesagt hat. Wenn wir jetzt nach der tieferen Ursache fragen, warum Rodung des Amazonas-Regenwalds oder vermehrt natürlich auch im Kongo-Bereich, in Sumatra, auf Borneo und so weiter, kommen wir in der Tat zu einem Punkt, der letztendlich mit den Lebensgewohnheiten der Menschen zu tun hat, nämlich immer mehr Fleisch zu essen und das als Statussymbol, also in China haben sie das, in Ostasien generell, weil letztendlich wird durch den Sojaanbau die grüne Grenze in den Regenwald hineingetrieben. Warum? Weil Lateinamerika dann Soja für Schweinefutter nach China exportiert und. Das heißt, letztendlich würde eine Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten in der Tat der schnellste und größte Hebel sein, um auf die Emissionen einzuwirken. Mit anderen Worten, nicht mal fleischloses Essen, aber wenn man nur einmal in der Woche vielleicht noch Fleisch zu sich nehmen würde, hätte man über Nacht im Grunde genommen die Möglichkeit, massiv auf die Emissionen einzuwirken. Ob das jetzt 10% oder 30% sind, es käme aber noch hinzu, dass man der Landschaftszerstörung Einhalt gebieten würde und es wäre sogar noch gesund, insofern drei Vorteile, insofern erstaunlich, warum sich niemand dran halten will. Ich hätte noch mal eine Frage zur COP letzten Endes. Also so ein bisschen, wenn man Ihnen jetzt zuhört, aber auch anderen Vertretern, dann erinnert mich das schon so ein bisschen an die Wochen und Monate vor Kopenhagen 2009. Das ist, also wir müssen es jetzt packen, es muss jetzt sein. Da wurde auch davon gesprochen, was ist ein Erfolg. Damals ging es um irgendwo einen Korridor mit -25%. Das ist dann alles nichts geworden und wir standen in Kopenhagen und waren alle entsetzt, was da rauskam, nämlich dieser lasche Kopenhagen-Akkord. Jetzt sagen Sie wieder, oder vor allen Dingen Herr Latif sagt, irgendwie, das, jetzt muss es gelingen. Was passiert dann, wenn es nicht gelingt? Gibt es COP22 oder ist der Rio-Prozess dann, kommt er zum Stillstand? Machen wir dann nationale Klimapolitiken und setzen auf Technologie und erneuerbare Energien aus sich selbst heraus und sagen wir dann, dieser Verhandlungsprozess Rio und die COPs, war es das dann? Ich glaube, das ist eine ganz schöne Schlussfrage, weil ich sehe auch, dass so ungefähr, dass das jetzt sich hier konsolidiert hat. Und ich würde einfach sagen, wir machen hier so eine Runde. Herr Mautzke hatte gleich Zeichen gegeben, dass er antworten möchte und dann gehen wir einfach so rüber. Nochmal diese Frage, was ist jetzt eigentlich anders, ist was anders, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage und vielleicht so aus persönlicher Sicht würde ich dann vielleicht tatsächlich eine etwas andere Gewichtung setzen als meine beiden Vorredner, die dazu Stellung bezogen haben. Ich betrachte einerseits die Klimafolgen, die sich ergeben durch die Emissionen, die wir haben, trotz aller erkennbarer Konsequenzen, die wir haben, dass sich vielleicht doch ein größeres Maß an Klimawandel für beherrschbar und anpassbar halte. Es wird Leidtragende geben, überhaupt keine Frage, aber angesichts der Schwierigkeiten zu Emissionsminderungen zu kommen, sehe ich zum Teil nicht, wie wir an einer gewissen Menge an Klimawandel vorbeikommen. Wenn ich mir den real umsetzbaren politischen Prozess anschaue, glaube ich persönlich nicht, dass es uns gelingen wird, die 2-Grad-Grenze wörtlich einzuhalten. Ich glaube allerdings auch daran, dass wir mit vielen dieser Folgen lernen werden, umzugehen. Das wird enorme Anstrengungen erfordern, aber für einige Sachen haben wir auch Zeit. Insofern bin ich, was das angeht, vielleicht etwas optimistischer gestimmt, was Klimafolgen angeht, als meine Vorredner. Andererseits ist, was den politischen Prozess angeht, ich halte ihn für ungeheuer schwierig. Der Punkt ist der, Emissionen zu mindern, ist nichts, was man unmittelbar in politisches Handeln umsetzen kann. Das ist ein Fernziel, aber die politischen Schritte sind ganz andere, sind Investitionsentscheidungen, sind Verhaltensentscheidungen.
Und angesichts der Schwierigkeit, weltweit diese Verhaltensänderungen, auch diese ökonomischen Umentscheidungen herbeizuführen, halte ich die Prozesse, die stattgefunden haben im Vorfeld zu Paris, für einen großen Erfolg. Also vielleicht ist dieses Doppelspiel, das sehe ich im Vergleich zu Kopenhagen, dort waren die Erwartungen riesig, aber auch die Anforderungen waren riesig und die Erwartungen an die Umsetzung waren riesig. Paris sind die Anforderungen bescheidener, aber ich glaube auch die Erwartungen realistischer dessen, was tatsächlich möglich ist. Und insofern würde ich als Fazit die Latte vermutlich deutlich niedriger hängen als meine beiden Vorredner, um Paris als Erfolg zu kennzeichnen. Ja, also Sie haben völlig recht, Herr Thurau. Es erinnert einen schon fatal an Kopenhagen 2009. Auch damals kamen ja letzten Endes auch die Regierungschefs dazu und haben es nicht geschafft, etwas hinzubekommen. Und lassen Sie mich nochmal deutlich sagen, wozu haben wir eigentlich Politiker, wenn sie nicht fähig sind, tatsächlich die Verhältnisse auf unserer Erde so zu gestalten, dass man tatsächlich für viele Menschen auf diesem Planeten auch vernünftige Lebensbedingungen erhalten kann? Ich meine, das muss sich die Weltpolitik dann irgendwann mal fragen, ob sie dann nicht so versagt, dass sie sich dann vielleicht auch irgendwelche anderen Mechanismen überlegen muss. Solange es möglich ist, deutlich, und das ist wichtig, deutlich unter 2 Grad zu bleiben, bin ich auch optimistisch, dass das geschieht, denn ich will mir gar nicht vorstellen, wie eine Welt aussieht, wenn wir es nicht schaffen. Selbst wenn nur Teile dessen wahr sind, was wir anhand bestimmter Modellrechnungen sehen, wäre das eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes, denn es bleibt ja nicht bei den Klimaschäden. Wir müssen einfach sehen, es wird kommen zu ökonomischen Auswirkungen, zu massiven ökonomischen Auswirkungen und es wird natürlich auch die Sicherheitsarchitektur auf diesem Planeten extrem betreffen. Das dürfen wir nicht vergessen, in welcher Weise auch immer, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Deswegen darf einfach Paris nicht scheitern und wenn Paris scheitert, dann muss es auf jeden Fall tatsächlich so sein, dass einige, wie Deutschland zum Beispiel, weiter versuchen, die Dinge voranzubringen, denn obwohl Deutschland die Welt nicht retten kann, dazu ist der absolute Ausstoß von Deutschland natürlich viel zu gering, aber Deutschland kann gewisserweise schon irgendwie ein Signal in die Welt setzen, dass es möglich ist und vielleicht überzeugt das dann letzten Endes andere Staaten, diesem Weg zu folgen. Ja, ich möchte 2 Anmerkungen. Sie haben ja so eine interessante Debatte auf dem Podium provoziert. Vielen Dank und so ist es nun mal, nicht? Es gibt keine sozusagen hundertprozentige Wahrheit hier, schon gar nicht, wenn es um politisches Handeln geht. 2 Anmerkungen will ich machen. Was ist unterschiedlich? Nun, ich habe, weil mein Pressechef Jonas Fehring hat mir gesagt, ich muss das Buch mal in die Kamera halten, nicht? Mein neues Buch Selbstverbrennung, da finden Sie zum Beispiel einen authentischen Bericht über die Nacht von Kopenhagen, die uns alle in eine gewisse Depression gestürzt hat. Und was ist da eigentlich schiefgegangen? Ja, man kann es rekonstruieren. Was Unterschiedliches heute ist zunächst einmal die Dramaturgie, ist völlig anders. Ja, Sie wissen, die Regierungschefs kommen zum ersten Tag und setzen gewissermaßen das große Narrativ in Gang und dann müssen eben die Minister und Diplomaten liefern. Das ist das eine und das Erwartungsmanagement ist natürlich. Also insofern könnte Jochen Marotzke ein hervorragender Umweltminister sein, weil er gerade die Messlatte extrem nach unten geschoben hat. So gesehen wird Paris auf jeden Fall ein Erfolg sein, nicht? Also die Politiker wollen sich nicht ein zweites Mal erwischen lassen bei einem völligen Desaster, ist ja völlig klar. Wir als Zivilgesellschaft, ich spreche jetzt nicht als Physiker, sondern als Teil der Zivilgesellschaft, sollten wir aber damit nicht davonkommen lassen. Und das ist jetzt mein 2. Punkt. Ich glaube eben nicht, dass es leichter ist, sich an einen ungebremsten Klimawandel anzupassen, als ihn zu vermeiden, weil, wie Gernot Klepper sagte zum Beispiel und auch Mujib,
Latif, wir haben ja energetische Alternativen längst in der Hand, die langfristig sich ökonomisch auf jeden Fall rechnen werden. Es ist unsinnig, ein Land wie Indien mit Kohlekraft elektrifizieren zu wollen. Da funktioniert das jetzige System schon nicht. Und eine Mitarbeiterin von mir hat lange in Delhi gelebt. Dort findet bei den Armen die Energieversorgung über Diebstahl statt, indem man nämlich die öffentlichen Leitungen anzapft in diesem Fall. Manchmal kommt auch jemand zu Tode dabei. Also die Elektrifizierung der Entwicklungs- und Schwellenländer wird mit erneuerbaren Energien wesentlich besser funktionieren. So gesehen gibt es eine Alternative zum jetzigen fossilen System, zum fossilen nuklearen System. Während, und da spreche ich jetzt als Klimafolgenforscher, als einziger hier in der Runde, die Anpassung an die Erwärmung von 3, 4, 5 Grad sehe ich überhaupt nicht stattfinden. Nehmen Sie einfach die demografische Prognose für Afrika. Die neuesten Zahlen sind bis zu 4 Milliarden am Ende dieses Jahrhunderts. Wie ich geboren wurde, 1950 waren es 200 Millionen. Legen Sie dann den Klimawandel drüber und die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich, dann weiß ich nicht, wie dieser Kontinent die Zukunft bewältigen soll. Und dann kommen natürlich die Dinge, die Mojib Latif angesprochen hat, wo werden die Menschen hingehen. Wir verzweifeln ja angesichts einer Million Syrer auf der Flucht schon, nicht? Und wie glauben wir, eine solche Welt managen zu können? Insofern bin ich absolut überzeugt davon, dass wenn wir den Klimawandel so weiter sich entwickeln lassen, dass wir eine Welt des Friedens einfach nicht mehr haben werden. Ich will gar nicht auf die Befindlichkeiten und politischen Aspekte eingehen, sondern ich glaube, Paris unterscheidet sich von Kopenhagen, wenn man sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten ansieht. Wenn Sie heute sich die Versteigerungen von erneuerbarem Strom ansehen, wenn Sie sich ansehen, was in Saudi-Arabien, in Emiraten an Solarkraft installiert wird, da reden wir über Preise von um etwa 5 Cent, ein bisschen über 5 Cent pro Kilowattstunde, und das ist billiger als jede fossile Stromproduktion. Das heißt, die Fundamentaldaten sind da. Und wenn Sie sich jetzt auch noch ansehen, was die Internationale Energieagentur in der Vergangenheit für Prognosen für erneuerbare Energien gemacht hat, da haben die das immer total unterschätzt, massiv unterschätzt, und haben in jedem neuen Bericht wurde dann wieder etwas angepasst, aber die Struktur ist immer die gleiche geblieben. Sie haben immer unterschätzt. Und ich glaube, das sollte uns doch schon zeigen, dass hier sich etwas geändert hat und dass dieser Prozess in Gang ist. Das Einzige, was die große Herausforderung heute ist, ist, diesen Prozess zu beschleunigen und umzusetzen. Aber die Technologien sind da, die Kostenstrukturen sind inzwischen so. Wenn wir uns jetzt dazu noch ansehen, was in der Speichertechnologie an Entwicklungen in den letzten paar Jahren erfolgt ist, etwas, wo man bisher gesagt hat, ja, 2030 bis 2050 wird man vielleicht da was haben, und jetzt reden die darüber, dass Australien sich schon aus den Netzen verabschieden kann. Ich glaube, da wird massiv unterschätzt, was für Potenziale da sind. Die Unterstützung muss natürlich von wirtschaftspolitischer Seite kommen, dass diese Potenziale auch gehoben werden. Und da gibt es natürlich Widerstände, sowohl von der Industrie her. Die Betreiber von Netzen zum Beispiel haben nicht unbedingt ein Interesse daran, dass die Netze abgeschafft werden und alles lokal produziert wird. Also das sind viele politische Prozesse, die notwendig sind. Aber das sind Dinge, die werden, wenn die wirtschaftlichen Fundamentaldaten das andeuten, die werden sich irgendwann auch so zurechtrütteln. Und ich glaube, deshalb könnte man da schon optimistischer sein als noch vor 6 Jahren. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Sie alle, an die 4 Teilnehmer. Wir hatten, wenn ich nochmal auf die 3 Punkte schaue, Chancen für eine Wende nutzen. Ich denke, hier ist viel angeklungen, dass die Chancen heute anders stehen als vor 5 Jahren in Kopenhagen. Dekarbonisierung beschleunigen, hat Herr Klepper jetzt nochmal eindrucksvoll dargelegt, dass die Technik und die Wirtschaft einfach schon weiter sind, woanders sind. Klimarisiken begrenzen, da sind sich, denke ich, alle hier einig, das sollten wir tun. Wo, wie groß die Risiken sind, welche Risiken verkraftbar sind, da gibt es unterschiedliche Perspektiven, aber das ist gute wissenschaftliche Tradition, das darf auch sein, und die pflegen wir auch im DKK. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Ich möchte noch kurz sagen, dass die gemeinsame Erklärung, die Sie auch in Ihren Mappen haben, und auch unsere Statements auf unserer Website auch zu finden sind, und dass unsere Redner Ihnen jetzt noch in den nächsten 20, 30 Minuten gerne zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank und kommen Sie gut durch den Tag.